Hey Leute, willkommen zu einem neuen Detektiv-Konomido von mir und heute möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, warum sind die Detective Boys so nervig und warum hasst sie jeder? Und ja, wir müssen dann nochmal drauf eingehen, welche Leute eigentlich in der Detective Boys Gruppe drin sind. Einmal ist da Ai, Conan, Ayumi und Genta und Mitsuhiko drin. Und dabei sind Ai und Genta einfach die nervigsten Charaktere aus dem Detective Boys Clan und Mitsuhiko ist eigentlich der am wenigsten nervig ist, finde ich. Für mich Mitsuhiko irgendwie immer noch am sympathischsten von allen. Die anderen beiden sind eigentlich nur nervig und deswegen ist es schon mal meine Meinung, ich mag die Detective Boys jetzt einfach mal nicht, wenn ich Ai und Conan auslasse. Aber ansonsten finde ich einfach, die sind auch einfach mega nervig und ja. Der Grund, warum sie so nervig sind, ist wahrscheinlich, weil sie Kinder sind und denken, yo, das geht alles voll einfach und so, easy peasy, weil die Conan dabei haben, lösen die natürlich auch Fälle und Ai natürlich auch, sie ist ja auch ein bisschen schlauer als alle anderen da. Der Einzige, der vielleicht noch ein bisschen schlauer ist, ist halt Mitsuhiko, weshalb er auch wahrscheinlich so gemocht wird von allen. Also von dem, also ist er halt der beliebteste von den drei der Detective Boys. Ne? Und deswegen denke ich einfach mal, weil Mitsuhiko einfach noch ein bisschen schlauer ist als die anderen beiden, ist er halt auch einer der beliebteren Charaktere. Und ja, meiner Ansicht nach sind die Detective Boys eher nervig. Ja. Ich denke einfach, viele von euch finden die auch nervig. Früher als Kind fand ich die gar nicht mal so schlimm, weil früher als Kind habe ich mir so gedacht, yo, ich will auch ein Typ von einem Detective Boys werden, ey, das würde voll chillig sein. Aber das hat sich dann später alles geändert und sowas und ja, das hat sich dann später alles so geändert und deswegen bin ich jetzt auch eher gegen die Detective Boys und ja. Wenn ich mal ein weiteres Video zu den Detective Boys machen soll, schreibt es mir übrigens auch mal in die Kommentare. So ist es auch ganz wichtig und cool, da mal ein bisschen Videos zu machen. Wie gesagt, könnt ihr auch immer noch weitere Themenvorschläge unten in die Kommentare schreiben, wozu ich auch mal ein Video machen soll. Und warum sie keiner mag, wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass sie einfach Kinder sind und wir sind zurzeit eher älter, also schon ein bisschen älter, so in Shinichis Richtung, denke ich mal, weil ich denke, viele von euch sind so 16, 17 oder 18, 19, 20, 30, keine Ahnung. Und denke ich einfach mal, dass die jetzt aus dem Kinderalter raus sind. Früher fand ich die gar nicht mal so nervig, wie gesagt. Und jetzt bin ich ja eher für die Erwachsenen im Detective Conan Universum, deswegen denke ich einfach mal, das hat sich nach der Zeit geändert und ich denke, vielleicht ändert sich das auch nochmal irgendwann mal. Aber wie gesagt, Detective Conan ist einfach der beste Anime, gönnt euch den Anime. Wenn ihr noch nichts von Detective Conan geschaut habt, schaut euch die Episode 1 an, ist mega geil, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, haut rein und ciao!